Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs mit einem Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bagger. Ihr seht es hinten im Spiegel, oder ihr seht es im Spiegel. Wir haben Bagger hinten drauf. Wiegt schlappe 20 Tonnen und winden uns hier durch die Bergstraßen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Was ich mega cool finde. Ich mag die. Gefallen mir. Und ja, ich klinge natürlich immer noch genauso erkältet wie im letzten Video. Einfach bedingt dadurch, dass ich das am gleichen Tag aufnehme. Das nächste wird auch noch so sein. Oh. Polizei. Diese Bergstraßen haben echt was. Gefallen mir. Auch wenn man nicht schnell fahren darf. Die gefallen mir richtig gut. So. Mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wir fahren noch eine Stunde 44 und haben noch 3 Stunden, bis wir Pause machen müssen. Das sieht aber ganz gut aus. Viertelstunde haben wir eingebüßt. 2 Stunden hatten wir noch Puffer, ungefähr. Das sieht also gar nicht so verkehrt aus. Das sollten wir hinkriegen. Wir dürfen hier nicht schnell fahren, aber ich mag die Straßen. Die mag ich total. Demnächst links abbiegen. Links? Ach, das ist eine Abzweigung. Okay, es war nicht als solche ersichtlich. Auf der Map zumindest nicht. Und wir sind wieder unten. Fast jedenfalls. Fast unten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. Da könnten wir noch tanken, aber wir sind noch fast voll. Macht also keinen Sinn. Rasten können wir auch erst, wenn wir abgeliefert haben, sonst kommen wir zu spät an. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Biege nach links ab. So, grün haben wir jetzt nicht. Knapp am Bordstein vorbei, aber vorbei. Knapp reicht, ja.
Ja, mit den Pro-Mods habe ich gesehen, gibt es übrigens wohl auch nochmal einen Mod, der das Ganze so ein bisschen miteinander vertüdelt. Weil aktuell ist das Problem, wenn ich die Pro-Mods jetzt installiere, ist das ganze Westbalkan-DLC oder ein Großteil vom Westbalkan-DLC weg. Weil das in den Pro-Mods noch nicht integriert ist. Die arbeiten da aktuell noch dran. Und die Stadt, wo wir zum Beispiel jetzt aktuell unsere Firma haben, die gäbe es einfach gar nicht. Immer geradeaus. Deswegen fahre ich die aktuell auch noch nicht. Sondern warte drauf, bis die auch kompatibel sind mit dem Westbalkan-DLC, also dass es dann auch voll integriert ist. Wie gesagt, aktuell würde der Kartenteil einfach halt von den Pro-Mods-Karten quasi überschrieben. Und der ist halt nicht mal ansatzweise so ausgeprägt wie das Westbalkan-DLC. Wie gesagt, die Stadt, wo unsere Firma ist, gäbe es in den Pro-Mods nicht. Und hab gesehen, es gibt ein Tool, das das Ganze quasi so merged, so ein Merging-Tool, das es so halblebig auf jeden Fall tut. Aber was ich dann so von der Karte her gesehen habe, so ganz überzeugt hat mich das auch noch nicht. Deswegen werde ich es weiter ohne Pro-Mods fahren. Und mal darauf warten, bis das. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bis das voll integriert ist und das einfach über die Pro-Mods. Ja, also bis ich nur die installieren muss und dann ist alles da. Ich weiß nicht, ob sie das auch gleich noch ein bisschen aufhübschen wollen oder was sie da noch anders machen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir uns überraschen lassen. Achtung, achten Sie auf die. Aber das Westbalkan-DLC möchte ich natürlich halt schon einfach gerne nutzen können. Das ist natürlich immer so ein bisschen der Nachteil, wenn SCS-Software dermaßen viel Content raushaut, dass dann die Mod-Hersteller, also gerade die Karten-Mod-Hersteller, wie jetzt die Pro-Mods, gar nicht hinterherkommen mit dem Aktualisieren fast schon. Das macht es natürlich nicht einfacher, ne? Ja, du bist müde, aber wir müssen noch abliefern, Carla. So viel Zeit brauchen wir noch. 11 Minuten, dann haben wir es auch geschafft. Und ich sehe, ein Parkplatz ist gar nicht weit weg, auf jeden Fall. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Carla ist müde. Aber da rechts sieht man schon auf dem Kartenausschnitt oder auf dem Navi ist ein Rastplatz, da können wir auf jeden Fall hin. Immer geradeaus. Haben wir da vorne eine Ampel? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich mag unseren Mitfahrer. Ich weiß gar nicht, ob wir hier beim Volvo ein oder zwei angetriebene Achsen haben. Hm,
Ich muss darüber. Vielen Dank. Oder hatte der Rot? Hatte ich Rot? Hier müssen wir links. Da müssen wir links. Aber wir fahren auf die Baustelle, okay. Biege nach links ab. Cool. Ich mag das ja, dass hier so viele unterschiedliche Abladeorte auch mit eingebaut haben. Welche auch, wo man durchaus schon mal ein bisschen gucken muss, wie man da hin oder auch da wegkommt. Das feiere ich ja schon in dem Spiel. Endlich, wir sind da. So, wir haben den Platz. Irgendwo da unten ist das. Wir versuchen es auf jeden Fall. Versuchen wir unser Glück. Da rein. Da müsste ich drehen können. Ups. Einfach mal in die falsche Richtung gelenkt. Ja, du bist müde, ich weiß. Ich weiß es. Fast ein bisschen stark eingelenkt. Alles gut. Alles gut. Perfekt, würde ich sagen. Passt. Absatteln. Über kurvenreiche Bergstraße. Ah, okay, das war ein Achievement. Cool. Oh, wir haben ein Level. Sehr gut. Ich mach mal hochwertige Fracht. Und wir haben Fähigkeiten. Ach so, ja. Hochwertige Fracht anwenden. So, sehr gut. Dann müssen wir jetzt aber erstmal einen Rastplatz suchen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Carla ist nämlich müde. Mm-hmm.
Erstmal Rastplatz. So, da vorne können wir hin. Wie viel Zeit haben wir noch? 46 Minuten, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Bis dahin sind wir dort. Bis dahin sind wir auf jeden Fall dort. Ja, gähn du. Gähn du mal, meine Liebe. Ist jetzt die Frage, kann ich hier links? Sieht eigentlich so aus, als wäre da auch ein regulärer Parkplatz. Einmal hier ein Firmengelände. Das kann ich mir natürlich nicht kaufen. In diesem Dings hier haben wir natürlich nicht das Nötige. Ah, sehr gut. Hier können wir... Stellen wir den einfach mal hier hin. Motor aus. Und gute Nacht. So. Ja, war doch perfekter Parkplatz. Gucken wir mal, was wir als neuen Auftrag kriegen. In Pristina. Wohnmobile. Wobei, ich könnte mal hier hinten gucken. Ah ne, ich gucke einfach mal nach den Kilometerpreisen. Ne? 1 Euro. 1,40 Euro für einen Mobilkran. Ja, ich glaube, der ist ungeschlagen. 36 Tonnen. Oh, meine Frage, ob ich ein oder zwei angetriebene Achsen habe. Beantwortet sich, glaube ich, ganz von alleine. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich habe nicht das ideale Fahrzeug dafür. Wir brauchen Luftdruck. Ja, das ist halt ein alter, also ein gebrauchter Truck, ne? Mit 63.000 Meilen. So, ich hoffe, das funktioniert. Ich weiß, dass wir nicht den idealen Truck dafür haben. Um nicht eher zu sagen, völlig ungeeigneten. Aber ob und wie es funktioniert, meine Lieben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal.